Ja moin, ich bin der Gerd und ich zeige euch heute Lüneburg. Wir stehen hier gerade auf dem Kalkberg und so sieht er von unten aus. Und das ist er, wenn man runterguckt. Und jetzt zeige ich euch noch andere Orte, nämlich zum Beispiel den hier. Die Sülzwiesen. Ja? Hier finden Großveranstaltungen statt, Flohmärkte und dann eben auch so Jahrmärkte. Ne? Und da kannst du Autoscooter fahren und so hier. Ne? Und wenn man da hinten, da ganz hinten hinguckt, ne? Da sieht man die Skaterbahn, aber wir haben hier auch Kirchen, zum Beispiel die Michaeliskirche, die St. Nikolaikirche oder die St. Johanneskirche mit der schiefen Spitze. Aber hier in Lüneburg gibt es auch noch diesen Zittengarten. Hier gibt es Ziegen. Da hinten sind noch Hühner und Gänse, alles. Und Garten gibt es hier auch ganz viel, ne? Und Hasen und Meerschweinchen und alles Mögliche, ne? Kann man hier alles mal angucken, ne? Aber es geht auch verrucht. Das ist nämlich unsere Rote Meile. Da sitzen die ganzen hübschen Mädchen in den Fenster drinne, ja? Und da kann man die ansprechen und schöne Sachen machen, ja? Aber wir haben hier in Lüneburg auch Kultur. Moment, geht besser so. So wie unsere schöne Altstadt hier im Hintergrund zu sehen, ne? Und den Innenhof vom Rathausgarten. Aber so sieht das Rathaus von vorne aus. So nämlich sieht er von vorne aus. Und jetzt treffen wir uns bei unserem schönen Kran. Im Hintergrund ist er nämlich der große Kran, übrigens noch funktionstüchtig, ne? Und hören im Hintergrund ist nämlich die alte Brausebrücke. Hier im Hintergrund noch mal etwas besser im Bild, ne? Und jetzt gehen wir mal rüber zum Wasserturm. Da ist er. Riesig groß, ne? Und besonders zur Weihnachtszeit zu empfehlen, da ist er wunderbar beleuchtet, ne? Aber Weihnachten ist ja nun vorbei, ne? Und es gibt hier in Lüneburg auch Bauwerke, ne? Die wollte keiner und sind trotzdem da und kosten nur Geld, sage ich euch jetzt. So wie hier im Hintergrund, das neue Museum braucht kein Mensch, kostet nur Geld. Aber wir haben noch ein Schlimmeres. So wie hier, das neue Audimax braucht kein Mensch, kostet Millionen, aber wir haben es ja. Wir heißen ja nicht Uelzen. So, jetzt sitze ich hier nämlich am Lamberti-Platz, ja, und bin völlig fertig von dem ganzen Hin- und Hergesäppel. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, der Gerd.